Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrter Herr Nida-Rümelin, auch ich freue mich sehr im Rahmen dieses Kolloquiums, Ihnen zum Geburtstag zu gratulieren. Ich möchte das aber auch zum Anlass nehmen, zu betonen, dass ich Herrn Nida-Rümelin sehr viel zu verdanken habe, nicht nur, dass er jahrelang mein Mentor war. Ich möchte es auch gern zum Anlass nehmen, auch mal deutlich zu machen, was für ein ungewöhnliches Engagement von seiner Seite dazu geführt hat, dass so viele Frauen mittlerweile im Bereich der Philosophie tätig sein können. Ich habe nämlich meine Karriere zu einer Zeit begonnen, wo die Philosophie nicht nur maßgeblich von Männern dominiert war, sondern vor allem von männlichen Seilschaften. Und ich glaube, sagen zu dürfen, es war keine Selbstverständlichkeit, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Und ich denke, die Liste der heutigen Rednerinnen belegt auch in sehr schöner Weise Ihr Einsatz dafür, inegalitäre Strukturen in diesem Wissenschaftsbetrieb ein bisschen zu begradigen. Ich komme zu einem Thema, das uns beide in den letzten Jahren beschäftigt hat und auch zu Auseinandersetzungen geführt hat. Ich beginne mit Nida-Rümelins Praxis normativer Verständigung. Er hat in vielen seiner Arbeiten um eine, Zitat, natürliche Interpretation natürlicher Diskurse sich bemüht, wie wir auch eben jetzt gehört haben. Unsere lebensweltliche Praxis normativer Verständigung und damit des Gebens und Nehmens von Gründen legt seiner Meinung nach eine Form des ethischen Realismus nahe. Doch was genau macht Gründe normativ und was macht Normativität genau realistisch? Nida-Rümelin scheint Realismus als eine Form der Objektivität zu verstehen. Dies erlaubt ihm zum einen zwar davon auszugehen, dass die Welt unabhängig von unseren Vorstellungen existiert, aber zum anderen auch zuzugestehen, dass das, was unabhängig von uns ist, weder ontologisch manifestiert sein muss, noch im ethischen Bereich naturalistisch verstanden werden muss. Was Gründe im ethischen und normativen und evaluativen objektiv zu machen scheint, ist vielmehr ihre intersubjektiv abgestützte Rechtfertigbarkeit sowie ihre lebensweltliche Fundierung. In gewisser Weise, glaube ich, kann man sagen, dass er ein Primitivist ist, ein Primitivist von Gründen. Jenseits unserer Praxis des Gebens und Nehmens von Gründen ist einfach nichts mehr zu sagen. Es gibt aber eine bestimmte Herausforderung für jede so verstandene realistische Konzeption von Gründen, und die besteht darin, dass wir bisweilen Gründe zu haben scheinen, die zumindest auf den ersten Blick nicht in diesem Sinne objektiv sind. Und das bringt mich zu meinem Thema. Und erlauben Sie mir, das mit den folgenden zwei Beispielen zu illustrieren. Ich komme zum ersten Beispiel. Kurt und Ida treiben seit über 20 Jahren einen kleinen Bioladen um. Sie lieben es, ihre Kunden persönlich zu kennen, sich über gesunde Ernährung auszutauschen und Besitzer eines eigenen Geschäfts zu sein. Auch wenn ihre Einkünfte nicht optimal sind und es manchmal frustrierend ist, zu lange zu arbeiten, würden sie ihr Geschäft niemals aufgeben. Es bedeutet viel für sie. Ich komme zum zweiten Beispiel. Eine Mutter hat sich entschieden, nur noch halbtags zu arbeiten, um für ihre kleine Tochter mehr Zeit zu haben. Sie tut viele Dinge für sie, unter anderem genießt sie es, mit ihr die Welt zu erkunden, ihr Geschichten vorzulesen und ihr Essen zu kochen, das sie besonders mag. Obwohl sie es nervenaufreibend findet, ein Kind zu erziehen und manchmal auch ziemlich erschöpft ist, hat sie noch nie ihre Entscheidung bereut. Ihre Tochter ist ihr sehr wichtig. Diese etwas zugegebenermaßen stilisierten Beispiele zeigen, dass wir alle besondere Ziele verfolgen. Und es sind besondere Ziele, weil sie für uns jeweils von besonderer normativer Bedeutung sind. Das sind sie zum einen drittpersonal betrachtet, weil sie unserem Leben Sinn und Richtung geben. Dazu gibt es auch sehr viel psychologische Forschung, die das belegt. Sie sind aber, und das interessiert uns Philosophen vielleicht noch mehr,
Astpersonal betrachtet von besonderer Bedeutung, denn sie geben uns jeweils andere Gründe, die wir ohne diese spezifischen Ziele nicht hätten. Projekte, wie ich das nenne, wie dasjenige von Kurt und Ida, einen Bioladen umzutreiben, oder enge persönliche Beziehungen, wie die zwischen der besagten Mutter und ihrer Tochter, sind Formen von, was ich evaluative Bindungen nenne, die unsere normative Landkarte systematisch und vollständig verändern. Es ist nämlich so, dass sobald wir solche evaluative Bindungen haben, wir Gründe zu haben scheinen zumindest, die ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Beziehung uns eben aufgibt. Und diese Gründe sind sogar von besonders stringenter Art. Die Frage, die ich im Folgenden ergründen möchte, ist, was derartige bindungsabhängige Gründe überhaupt normativ machen könnte, gegeben, dass ich ganz andere bindungsabhängige Gründe habe als zum Beispiel Anita Rümelin oder Sie alle. Schließlich kann es eben kaum daran liegen, dass diese Gründe objektiv oder intersubjektiv massiv geteilt sind. Andere mögen zum Beispiel die Tochter dieser Mutter nicht liebenswert finden und die Aussicht, einen Bioladen umzutreiben, mögen viele von ihnen als denkbar unattraktive Berufswahl ansehen. Ebenso wenig aber scheinen bindungsabhängige Gründe bloß subjektiv. Schließlich scheint der Witz von solchen evaluativen Bindungen zu sein, dass sie besonders starke Gründe, besonders stringente Gründe generieren. Das heißt, sobald wir uns auf diese Weise evaluativ gebunden haben, ein bestimmtes Projekt haben, eine bestimmte Beziehung eingegangen sind, üben diese Bindungen normativen Druck aus, die nicht immer in unseren subjektiven Einstellungen reflektiert werden müssen. Zum Beispiel mag die Mutter häufig ziemlich wütend auf ihre kapriziöse Tochter sein und die Besitzer des Bioladens mögen sich häufig ziemlich frustriert finden angesichts der Tatsache, dass sie immer weniger Geld aufgrund der immer mehr aus dem Boden sprießenden Supermärkte machen. Eine einzelne negative Einstellung scheint also solche Projekte und Beziehungen nicht ihres normativen Drucks, den sie auf uns ausüben, zu entheben. Und ebenso üben sie diesen normativen Druck auf, selbst wenn in der Welt der Gründe sich neue Gründe auftun, die gegen so ein Projekt oder gar gegen eine Beziehung sprechen. Kurz, evaluative Bindungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass wir sie trotz bisweilen entgegengesetzter Einstellungen und im Lichte sogar von gegenläufigen Gründen weiterhin als normativ betrachten und andere uns sogar dafür kritisieren können, wenn wir das nicht tun. Was aber genau erklärt, dass wir diesen bindungsabhängigen Gründen selbst im Lichte solcher widersprechenden Gründe und angesichts gegenläufiger Einstellungen weiterhin folgen sollten? Bevor ich dieser Frage weiter nachgehe, lassen Sie mich noch eine kurze Begriffsklärung des Terminus evaluativer Bindungen vornehmen. Das tue ich deshalb aber ganz kurz, weil er weder alltagssprachlich verankert ist und auch im philosophischen Fachjargon überhaupt nicht etabliert. Ich halte persönliche Projekte und Nahbeziehungen für besonders typische und weit verbreitete Arten von evaluativen Bindungen, aber trotz der Unterschiede, die zwischen Projekten und Nahbeziehungen bestehen und trotz der großen Variationen, die es auch innerhalb dieser beiden Arten gibt, glaube ich, dass sie legitimerweise als eine Klasse evaluativer Bindungen individuiert werden können, weil sie ein bestimmtes bedeutendes normatives Phänomen darstellen, da sie uns über die Zeit hinweg zur Realisierung bestimmter Werte oder wertvoller Eigenschaften binden und auf die es uns über das Engagement in so einem persönlichen Projekt oder in einer Nahbeziehung gelungen ist, zu reagieren. Wichtig ist auch, derartige evaluative Bindungen von anderen Arten von Bindungen zu unterscheiden. Im Englischen gebraucht man übrigens den Terminus Commitment. Im Gegensatz beispielsweise
Und dazu gehören ontologische Bindungen, moralische Bindungen oder logische Bindungen. Im Gegensatz zu ontologischen Entitäten, moralischen Normen oder gar logischen Verbindungen binden uns evaluative Bindungen an Werte oder wertvolle Eigenschaften. Und es gibt noch eine andere interessante und weit mehr untersuchte Kategorie praktischer Bindungen, nämlich die der Absichten. Aber im Gegensatz zu Absichten bedarf es für evaluative Bindungen, so wie ich sie verstehe, weder eines Willensakts, was ganz typisch für Absichten ist, noch anderweitiger, aber bewusster Überlegungen oder Bemühungen. Es ist sogar viel häufiger so, dass wir uns evaluativ gebunden finden, als dass evaluative Bindungen aufgrund von bewussten Entscheidungen erfolgen. Nach dieser kurzen begrifflichen Klärung lassen Sie mich auf die Frage zurückkommen, welche normative Arbeit leisten jetzt diese evaluativen Bindungen? Genau, wie können wir das genauer verstehen? Es scheint analytisch wahr, dass evaluative Bindungen bindungsabhängige Gründe generieren. Das heißt, eine Nahbeziehung, eine Eltern-Kind-Beziehung zu haben oder ein Projekt wertzuschätzen, bedeutet gar nichts anderes, als auf bestimmte Gründe zu reagieren, die uns dieses Projekt oder diese Beziehung gibt. Solche bindungsabhängigen Gründe lassen sich sowohl durch substanzielle Eigenschaften als auch durch formale Eigenschaften charakterisieren. Also wenn Sie eine Beziehung zu Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn haben, haben Sie ganz bestimmte bindungsabhängige Gründe. Substanziell sind die, insofern sie als Gründe charakterisiert werden können, die Ihnen Anlass geben zu ganz verschiedenen normativ verbundenen Handlungstypen. Die sind indirekt über die Norm verbunden, die eine Ihre spezifische Beziehung ausmacht. Und hinzu kommt, dass Sie Gründe für ganz bestimmte vorwärts- und rückwärts gerichtete Emotionen haben, wenn Sie ein Projekt oder eine Beziehung verfolgen. Das heißt, wenn es Ihrer Tochter gut geht, um das ganz kurz auszubuchstabieren, dann hat die Mutter Grund, sich zu freuen. Wenn die Tochter Schaden genommen hat, hat die Mutter Grund zur Sorge. Das heißt, mit diesen Emotionen reagieren Sie auf Gründe, die davon abhängen, wie sich eine evaluative Bindung und das, woran man sich gebunden hat, über die Zeit hinweg und unter änderten Umständen entwickelt. Diese bindungsabhängigen Gründe lassen sich aber auch durch formale Eigenschaften charakterisieren. Es sind nämlich Gründe einer ganz bestimmten, interessanten Art. Es sind Gründe mit einem besonderen Gewicht. Sie spielen eine ganz besondere Rolle in unserem praktischen Überlegen und haben eine bestimmte Reichweite. Genauer betrachtet sind sie, wie ich das nennen möchte, modal stringent, nicht instrumentell, akteurrelativ und diachron. Was ihre modale Stringenz anlangt, so gehören bindungsabhängige Gründe, hören die in einer näheren möglichen Welt nicht auf Gründe zu sein. Damit ist einfach gemeint, selbst wenn andere Gegengründe auftauchen, ja, weil selbst wenn sich die Mutter wahnsinnig über ihre Tochter ärgert, hat sie weiterhin Gründe, diese Beziehung zu verfolgen. Das ist die nähere mögliche Welt. Was die zweite Eigenschaft anlangt, sind diese Gründe nicht instrumenteller Art. Also Gründe, die nicht primär eine Rolle in Zweck-Mittel-Überlegungen einnehmen, sondern das und ein bindungsunabhängiges Resultat befördern sollen, sondern es sind primär Gründe, die Person oder das Projekt um seiner selbst willen wertzuschätzen oder zu lieben, so sprechen wir oft bei Personen. Bindungsabhängige Gründe sind akteurrelativ, da sie nur Gründe für diejenige Person sind, die diese spezifische Bindung hat und an dieses spezifische Projekt oder an diese Person gebunden sind. Und sie sind diachron, da sie Gründe sind, eine Person zum Beispiel über die Zeit hinweg zu lieben oder ein Projekt über die Zeit hinweg wertzuschätzen. Das ist jetzt erstmal nur eine genauere Charakterisierung dieser normativen Arbeit, die evaluative Bindungen leisten. Aber wie können wir diese normative Arbeit noch genauer erklären? Woher kommt dieser spezifische
normative Druck, den evaluative Bindungen auszuüben scheinen und unsere normative Landkarte so verschieden verändern. Da möchte ich jetzt auf zwei Interpretationsweisen eingehen. Die erste ist, was ich die Unabhängigkeitsthese nenne. Eine Möglichkeit nämlich, diese ganz spezifische normative Kraft von evaluativen Bindungen oder bindungsabhängigen Gründen zu erklären, könnte ja in dem Verweis bestehen, dass es sich um eine ganz eigene normative Dimension handelt, die unabhängig ist von den wertbasierten Gründen, die für ein Projekt sprechen oder für eine bestimmte Person sprechen. Eine Lesart dieser Unabhängigkeitsthese wäre zu sagen, das sind Prinzipien der Kohärenz am Werke. Dieser Lesart zufolge unterliegen wir, sobald wir einmal wertende oder liebende Einstellungen einnehmen, unabhängigen Prinzipien der Rationalität. Und die fordern von uns, dass wir, wenn wir mal eine wertende Einstellung eingenommen haben, weitere damit kohärente Einstellungen einnehmen sollten. Die normative Beziehung also, in die uns evaluative Bindungen bringen, besteht dann darin, dass wir trotz möglicher wertbasierter Gegengründe aufgrund der einmal erworbenen wertenden Einstellung unter dem Druck von Kohärenzprinzipien stehen. Und der besteht letztlich in der logischen Gültigkeit von inferentiellen Beziehungen. Dass die Mutter also trotz frustrierter Gefühle der Beziehung zu ihrer Tochter weiteres normatives Gewicht verleiht, liegt dann daran, dass ihre einmal erworbene, wertschätzende oder liebende Einstellung diesen Kohärenzprinzipien unterliegt. Diese Lesart ist aber unplausibel aus zwei Gründen, zumindest zwei Gründen. Denn Kohärenzprinzipien fordern lediglich, dass wir ein Konditional wahrmachen. Die sagen darüber hinaus überhaupt nicht, was wir tun sollen. Diese Mutter könnte also ein Kohärenzprinzip auf zweierlei Weise erfüllen. Sie kann nämlich weitere mit ihrer ursprünglichen Wertschätzung kohärente Einstellungen einnehmen oder aber ihre ursprüngliche Liebe einfach aufgeben. Kohärenzprinzipien sagen nicht, was wir tun sollen, um so ein Kohärenzprinzip zu erfüllen, das immer in Form eines Konditionals daherkommt. Das wird aber nicht der Phänomenologie von evaluativen Bindungen gerecht, denn wenn wir uns evaluativ gebunden finden, dann besteht da eine ganz interessante Asymmetrie. Wir scheinen Gründe haben, diese Beziehung eben nicht so leicht wieder aufzugeben und es ist nicht sozusagen willkürlich, ob wir sie aufgeben oder nicht. Das heißt, Kohärenzprinzipien werden der Tatsache gar nicht gerecht, dass eine evaluative Bindung normativ relevant ist, und zwar zum Teil unabhängig von den Einstellungen, die diese Bindung typischerweise stützen. Also mit Kohärenzprinzipien können wir diesen normativen Druck nicht erklären. Es gibt eine zweite Variante dieser Unabhängigkeitsthese, die ich Perspektive und praktischer Standpunkt nenne. Und ein Vertreter dieser These ist neuerdings Jay Wallace in seinem neuen Buch The View from Here. Demzufolge machen evaluative Bindungen im Wesentlichen die Perspektive unseres praktischen Standpunktes aus. Und wenn wir also mal so eine evaluative Bindung entwickelt haben, haben wir auch eine bestimmte Perspektive entwickelt, einen bestimmten praktischen Standpunkt entwickelt. Und der impliziert, dass wir, wenn wir diese Perspektive mal einnehmen, alle Entscheidungen, die zu dieser Perspektive und zu diesem Standpunkt geführt haben, gutheißen müssen. Das liegt daran, dass aus einer einmal gewonnenen Perspektive, aus dem einmal gewonnenen Standpunkt, der sich aus dieser evaluativen Bindung generiert, nur noch Gründe in den Blick geraten, die diese Perspektive stützen, und andere Gründe geraten nicht mehr in den Blick, und das ist eine logische Implikation. Doch die Annahme scheint viel zu stark, denn auch wenn evaluative Bindungen einen Teil unserer normativen Identität ausmachen, ja, so erschöpft sich unsere Identität als Handelnde nicht darin. Erstens besitzen wir häufig viele evaluative Bindungen und zum anderen ist der Verlust oder die Aufgabe einer evaluativen Bindung
auch wenn der schwer zu verkraften ist, liegt es nicht daran, dass wir aufhören, Akteure mit einem praktischen Standpunkt zu sein. So können wir sehr wohl über wertbasierte Gründe aus einer anderen Perspektive zum Beispiel hypothetisch nachdenken und unsere eigenen evaluativen Bindungen im Lichte solcher Gründe hinterfragen. Also es kann nicht sein, dass das eine Implikation von evaluativen Bindungen ist, dass wir aus denen gar nicht mehr uns herauskatapultieren können und keinen anderen praktischen Standpunkt einnehmen können. Das bringt mich zu einer zweiten Interpretation, in dem Versuch, den normativen Druck dieser evaluativen Bindungen besser zu verstehen. Ich komme zu der sogenannten Abhängigkeitsthese. Die These, dass die spezifische Normativität evaluativer Bindungen nicht auf eine völlig eigenständige Quelle zurückzuführen ist, lässt sich nämlich auch mit folgenden Überlegungen erhärten. Die normative Beziehung, in der wir stehen, wenn wir evaluativ gebunden sind, wenn wir Projekte haben, wenn wir Beziehungen haben, scheint nicht völlig losgelöst von den wertbasierten Gründen, die für diese Bindung sprechen. Schließlich kommen wir selbst manchmal zu dem Schluss, dass es starke Gründe gibt zur Aufgabe einer solchen evaluativen Bindung und dazu sind wir auch in der Lage. Das heißt, vielleicht gibt es doch einen engeren Zusammenhang zwischen den wertbasierten Gründen, die für eine Beziehung oder für ein Projekt sprechen und den normativen Druck, wie ich das nenne, den wir mal haben, wenn wir uns gebunden haben. Eine Deutung dieser Abhängigkeitsthese ist zu sagen, die bindungsabhängigen Gründe sind Gründe einer anderen Kategorie. Das sind Gründe zweiter Ordnung. Das heißt, es sind Gründe, die sich auf die wertbasierten Gründe erster Ordnung richten, die für alternative Beziehungen oder Projekte sprechen. Und ihre Funktion besteht darin, diese rivalisierenden, wertbasierten Gründe erster Ordnung auszuschalten. Das heißt, der Witz ist also, wenn sie sich, wenn Kurt und Ida sich an das Projekt gebunden haben, einen Bioladen umzutreiben, und ihnen das nicht immer Spaß macht und es auch Gründe gibt, die dagegen sprechen, führt es dennoch dazu, das weiterzutun, weil diese bindungsabhängigen Gründe machen, so die These, andere Gründe, die für andere Berufe sprechen, auszuschalten, zum Schweigen zu bringen, gar nicht anzuschauen. Es wäre auch irrational, sich ständig zu überlegen, sollte ich lieber Elektriker werden oder sollte ich lieber in die Schreinerei gehen. Würden also evaluative Bindungen, wertbasierte Gründe, die für rivalisierende Bindungen sprechen, nicht ausschalten, also wäre das nicht der Fall, dann wären wir nämlich nie in der Lage, evaluativ gebunden zu sein und zu bleiben. Und deshalb rekurrieren Philosophen wie Tim Scanlon, der so einen Vorschlag gemacht hat, auf Effizienz- und Kosten-Nutzen-Erklärungen, die seiner Meinung nach der normativen Rolle von evaluativen Bindungen Sinn verleihen. Er glaubt nämlich, das sind pragmatische Gründe zweiter Ordnung. Ich glaube aber, dass es falsch ist, das so zu deuten. Die Gründe, die evaluative Bindungen generieren, sind nämlich zumindest nicht nur pragmatisch erklärbar. Zum einen spielen Kosten-Nutzen-Erklärungen in der Regel keine Rolle in der Art, wie wir evaluative Bindungen erfahren. Es ist ja gerade nicht der Fall, dass wir ständig optimieren und die mit anderen Gründen vergleichen. Außerdem gibt es Fälle, in denen es sehr viel kostenintensiver wäre, wenn wir schon von Kosten reden, an schlechten evaluativen Bindungen festzuhalten. Zum anderen generieren evaluative Bindungen eben nicht nur negative Gründe, andere Gründe auszuschalten, sondern auch und vor allem positive Gründe, Gründe nämlich, dass
woran wir gebunden sind, um seiner selbst willen, sei es zu lieben oder wertzuschätzen, und nicht oder zumindest nicht primär, um Kosten zu vermeiden. Diese Diagnose führt dazu oder unterstützt die These, dass bindungsabhängige Gründe zwar möglicherweise zweiter Ordnung sind, also Gründe sind, die sich auf die ursprünglichen wertbasierten Gründe für Bindungen oder Projekte beziehen, aber nicht pragmatischer Art sind oder nicht primär. Und das führt mich zu einer zweiten Deutung, nämlich bindungsabhängige Gründe als intensivierende Gründe zu betrachten. Ein Vorschlag, der auf Jonathan Dancy zurückgeht. Demzufolge könnte man bindungsabhängige Gründe, obwohl der sich nie mit evaluativen Bindungen beschäftigt hat, aber mit intensivierenden Gründen, man könnte die als intensivierende Gründe ansehen, die sich auf die wertbasierten Gründe richten, die für die bestimmte evaluative Bindung sprechen. Und die sind dann nicht pragmatisch und unterliegen nicht Kosten-Nutzen-Überlegungen, da sie uns veranlassen, also Gründe dafür sind, weiterhin auf diese wertbasierten Gründe erster Ordnung zu reagieren. Das klingt zwar ganz plausibel, ist aber eigentlich nur eine Neubeschreibung des normativen Drucks, des Bindungen, den Bindungen generieren, wenn man sagt, die sind intensivierend. Und diese Neubeschreibung ist meines Erachtens noch nicht informativer Art. Also wenn evaluative Bindungen Gründe verstärken, dann tun sie dies vielleicht, weil sie selbst einen Wert darstellen, der den ursprünglichen Gründen, die für die Bindung sprechen, was hinzufügt. Und wenn das der Fall wäre, müssten wir wissen, worin dieser besteht. Und die Intensivierungsthese allein leistet diese Erklärung nur nicht, die beschreibt es nur. Und das führt mich nun zu meinem eigenen Vorschlag, den ich die Selbstbezüglichkeitsthese von evaluativen Bindungen nenne. Also nochmal, die Herausforderung war zu erklären, in welcher Weise uns evaluative Bindungen in eine normative Beziehung bringen. Was ist der normative Druck, warum sollen wir die weiterverfolgen? Häufig trotz anderslautender Gründe, häufig auch trotz Einstellungen, die das nicht reflektieren. Mein Vorschlag ist, dieser normative Status verdankt sich der Tatsache, dass eine liebende oder wertende Reaktion auf wertvolle Eigenschaften partikularer Personen oder partikularer Projekte selbst ein Wert zukommt. Sofern es uns gelingt, auf wertvolle Eigenschaften von Projekten und Personen tatsächlich zu reagieren, stellt dies einen Erfolg dar und qua Erfolg einen eigenen Wert. Um diese These zu plausibilisieren, die Ihnen wahrscheinlich noch nicht ganz klar ist, erlauben Sie mir eine Analogie zur Erkenntnistheorie. In letzter Zeit ist in der Erkenntnistheorie vermehrt dafür argumentiert worden, dass Wissen einen Wert darstellt, der über den Wert gerechtfertigter Meinungen hinausgeht. Der besondere Wert von Wissen liegt unter anderem darin, dass er als robuster und dauerhafter gilt gegenüber neuer Evidenz und unser Handeln auch über die zeitliche Distanz hinweg besser anzuleiten vermag als etwa gerechtfertigte Meinungen. Timothy Williamson zum Beispiel in seinem Buch Knowledge and Its Limits sagt, wir schätzen die Übereinstimmung von Geist und Weltwert, Zitat, und Wissen stellt die allgemeinste Einstellung dar, die eine solche Übereinstimmung reflektiert. John Hyman in seinem Beitrag The Road to Larissa sagt, Wissen ist eine Fähigkeit, sich durch Tatsachen leiten zu lassen und nur wenn wir in diesem Sinne etwas wissen, können wir überhaupt aus Gründen handeln. Und in Analogie zu dieser Debatte über den Wert von Wissen scheint mir das nicht nur Wissen, sondern auch die Reaktion auf bindungsabhängige Gründe allgemeine Einstellungen sind, die uns mit Tatsachen, in diesem Fall mit bestimmten
intersubjektiv geteilten wertvollen Eigenschaften in Verbindung bringen. Es handelt sich auch hier um Fähigkeiten, sich durch solche Tatsachen leiten zu lassen. Und analog zum Fall von Wissen besitzt die einmal erzielte Übereinstimmung zwischen unserer Reaktion, unserem Wertschätzen und Lieben und tatsächlichen Eigenschaften in der Welt, die sich über die Zeit hinweg bereits bewährt haben, eine Robustheit, die andere subjektive Einstellungen wie Wünsche eben nicht besitzen. Dieser einmal erzielte Erfolg, tatsächlich auf Eigenschaften wertend reagieren zu können, das ist nämlich etwas, was nicht voll in unserer Hand liegt, ob uns etwas wirklich wichtig wird. Und der durch diese Übereinstimmung zwischen unserem Geist und der Welt sozusagen erreicht wird, enthält den normativen Druck, genau diese Übereinstimmung fortzusetzen, weil diese Übereinstimmung ein Erfolg ist und qua Erfolg wertvoll. Jetzt ist aber diese These, selbst wenn ich sie ein bisschen mehr plausibilisiert habe, mit einem Regresseinwand konfrontiert. Weil das, die einen Erfolg darstellt, ist vielleicht immer noch problematisch anzusehen. Wenn ich nämlich behaupte, dass bestimmte wertvolle Eigenschaften, wie ich das nenne, und im Übrigen möchte ich mich an dieser Stelle auf keinerlei Art von Axiologie festlegen, wenn ich also behaupte, dass bestimmte wertvolle Eigenschaften in der Welt tatsächlich wertzuschätzen und entsprechend als Gründe zu betrachten, selbst wiederum wertvoll ist, also dass unsere gelungene Reaktion auf diese Eigenschaften selbst wieder ein Wert ist, ist es dann, so könnte man einwenden, nicht auch wertvoll, dass es wertvoll ist, wertzuschätzen? Begebe ich mich da nicht in so eine infinite Hierarchie von Werten? Und das wäre der Regresseinwand. Mir scheint, das ist nur ein scheinbarer Regress, denn der Wert des Wertschätzens, dass es uns also tatsächlich gelingt, auf Eigenschaften in der Welt zu reagieren, ist nicht unabhängig von unseren wertschätzenden und liebenden Einstellungen. Auf wertvolle Eigenschaften durch Wertschätzungen zu reagieren, ist nichts anderes, als diese Reaktionen wertvoll zu finden. Und deshalb ist es keine Hierarchie. Es ist diese Selbstreferenzialität unserer evaluativen Bindungen und damit unserer wertschätzenden Reaktionen auf wertvolle Eigenschaften, die erklärt, warum die wertbasierten Gründe und damit die wertvollen Eigenschaften, die für eine bestimmte evaluative Bindung sprechen, verstärkt werden. Ja, wir haben also diese wertbasierten Gründe, die sprechen für eine Person, mir gelingt es, die zu lieben, auf diese Eigenschaften zu reagieren und damit intensiviere ich die Gründe, die für diese evaluative Bindung sprechen. Und das erklärt den normativen Druck, den wir haben, wenn wir einmal so gebunden sind. In jüngster Zeit, entschuldigen Sie meine krächzende Stimme, ich bin ziemlich erkältet, in jüngster Zeit ist unabhängig davon die These vertreten worden von Sam Searle, dass Bindungen, Commitments, eine gegenüber Gründen und Kohärenzprinzipien eigenständige normative Kategorie darstellen. Searle hat das nicht auf evaluative Bindungen übertragen, aber ich denke, dass man das kann und dass das in schöner Art und Weise eigentlich meine These unterstützt. Im Gegensatz zu Gründen sind nämlich evaluative Bindungen stringenter. Man sagt oft, Gründe sind take it or leave it reasons. Evaluative Bindungen sind nicht take it or leave it. Wir machen was falsch, ceteris paribus, wenn wir die nicht weiterverfolgen. Und im Gegensatz aber zu Kohärenzprinzipien sind Bindungen pro tanto, das heißt, die sind nicht absolut. Es kann eine mögliche Welt geben, in der wir gute Gründe haben, evaluative Bindungen aufzugeben. Da die Zeit ein bisschen voranschreitet, lasse ich es mal mit dieser zugegebenermaßen noch nicht erschöpfenden Verteidigung dieser These bewenden und komme zum Abschluss auf die metanormativen Implikationen meiner Idee, die normative Beziehung zu erklären, in die uns evaluative Bindungen bringen.
Und jetzt frage ich mich, was sind das für Meta, lege ich mich da auf irgendwelche metanormativen Voraussetzungen fest? Und das bringt mich zurück zu Julia Nieder-Rümelin. Man könnte vermuten, dass diese postulierte Normativität bindungsabhängiger Gründe einer subjektivistischen Theorie von Normativität in die Hände spielt. Wenn es komplexe Einstellungen wie unser Wertschätzen oder unser Lieben ist, das weitere Werte in die Welt katapultiert, ja, dann scheint das, was uns Grund gibt, eine Frage unserer kontingenten subjektiven Zustände. In Julia Nieder-Rümelins Überlegungen, zum Teil in Reaktion auch auf Arbeiten von mir, lassen sich verschiedene Hinweise finden, warum bindungsabhängige Gründe und damit die Normativität von evaluativen Bindungen, die, wie er sagt, unsere Affektion durch Gründe illustrieren, realistisch und objektiv und nicht subjektivistisch abzubilden sind. In verschiedenen Textstücken seines Werks habe ich drei verschiedene Überlegungen gefunden in seinem Versuch, evaluative Bindungen, wie ich das nenne, realistisch und objektiv zu deuten. Erstens verweist er auf intrapersonelle Kohärenzerfordernisse, wie er das nennt, die unseren jeweiligen Möglichkeitsbereich von Gründen einschränken. Demzufolge ist der Gehalt unserer Gründe allein von den wertvollen Eigenschaften bestimmt, die für bestimmte Projekte oder Nahbeziehungen sprechen. Da ist er also ganz Realist. Unsere praxisbindungsabhängige Gründe als modal stringent zu betrachten, hat dann damit zu tun, also dass wir die weiterhin mit besonderem Druck ansehen, so Nieder-Rümelin, dass wir auf diese Weise unser Streben nach Kohärenz verbessern. Das heißt, wenn wir einmal auf so einen wertbasierten Grund qua einer unserer Einstellungen reagiert haben, sind wir mit Kohärenzprinzipien konfrontiert, weitere kohärente Einstellungen zu entwickeln. Die haben dann, so könnte man sagen, pragmatische Funktion, unsere normative Identität zu gestalten und zu erhalten. In diesem Kontext verweist Nieder-Rümelin auch darauf, dass evaluative Bindungen konstitutiv für Autorschaft, Zitat, sind und damit für die kohärente Gestaltung der eigenen Lebensform sind. Sie wären dann pragmatischer Art, sofern sie die Praxis anzuleiten vermögen und uns helfen, unsere einmal gewählten Ziele zu realisieren und unsere Identität zu manifestieren. Diese Interpretation scheint mir allerdings den Problemen ausgesetzt, die ich in Auseinandersetzung mit der Unabhängigkeitsthese und der sie unterstützenden Kohärenzprinzipien ebenso wie in der Diskussion von evaluativen Bindungen als pragmatische Gründe skizziert habe. Wir betrachten nicht deshalb evaluative Bindungen als normativ, weil sie uns als Handelnde zusammenhalten. Das ist keine Erklärung ihrer spezifischen Normativität und spielt auch in unserer Überlegung, warum wir auf die reagieren, keine Rolle. Wir denken nicht, das mache ich jetzt, ich bleibe jetzt bei diesem Bioladen, weil das mich als Autor zusammenhält. Ebenso wenig können Kohärenzanforderungen eine informative Erklärung liefern, warum bindungsabhängige Gründe sind. Es gibt aber eine zweite Interpretation, mit der Julia Nieder-Rümelin aufwartet. Da rekurriert er auf seine epistemische Deutung eines metaethischen Realismus. Wir besitzen dieser Deutung zufolge keinen vollständigen Zugang zu der Welt wertbasierter Gründe. Wir wählen die uns zugänglichen wertbasierten Gründe aus kontingenten Umständen heraus aus. Darauf hat er auch in seinem Vortrag Bezug genommen. Die Entscheidung sozusagen, auf was wir da reagieren, warum es der Bioladen ist und nicht Elektriker sein, ist teilweise willkürlich. Und so eine Entscheidung schließt willkürlich und ohne weitere Abwägung die Anwendbarkeit von anderen wertbasierten Gründen zumindest teilweise einfach aus. Evaluative Bindungen generieren demzufolge keine eigenen Gründe, sondern reflektieren die Tatsache, dass wir uns bestimmte wertbasierte Gründe im Gegensatz zu anderen mehr oder willkürlich zu eigen gemacht haben. Ich bin gleich fertig. Wenn dem so ist, dann spielen bindungsabhängige Gründe die Rolle von Gründen zweiter Ordnung, die ich weiter oben skizziert habe. Allerdings glaube ich,
Es sind nicht nur Gründe negativer Art, die andere rivalisierende Gründe ausschalten, sie sind auch positive Gründe, die wertvollen Eigenschaften eines bestimmten Projekts, einer bestimmten Person, zu der man so eine Bindung unterhält, um ihrer selbst willen wertzuschätzen. Nida Rümlin verweist zum Dritten darauf, dass es einen eigenen Wert von evaluativen Bindungen gibt, den sie realisieren. So führt er etwa aus, dass Nahbeziehungen zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen, Zitat, das allgemeine Gute einer gedeihlichen Entwicklung von Kindern, Zitat Ende, als objektiven Grund für sich haben. Neues Zitat, es ist das Gute des menschlichen Gedeihens, das dieses Projekt der Förderung des Wohls eigener Kinder nicht nur erlaubt, sondern gebietet. Im Fall anderer Projekte, die jetzt nicht andere Personen betreffen, wäre es dann der jeweils umfassende Wert, der das jeweilige Projekt allgemein charakterisiert, wie etwa im Fall unseres Beispiels das gute gemeinschaftlichen Miteinanders, das das Betreiben eines kleinen Bioladens befördert. Doch mir scheint, auch diese Erklärung kann nicht ganz hinreichend zeigen, warum wir diesen jeweils komplexen Wert realisieren sollten. Schließlich gibt es viele derartige komplexe Werte und es ist keinesfalls klar, warum, was uns genau triftige Gründe gibt, die einen zu realisieren und die anderen nicht. Ich wage zu behaupten, und das wird Sie jetzt nicht verwundern, und der größte Respekt, den man einem Philosophen zollen kann, besteht in der kritischen Auseinandersetzung, ist, dass meine Selbstreferenzialitätsthese zur Erklärung der Normativität evaluativer Bindungen in informativer Weise dem unaufgeregten Realisten zeigen kann, warum bindungsabhängige Gründe objektive Gründe in seinem Sinne sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Eine kleine Diskussion vor der Kaffeepause anführen und jetzt haben sich schon eine ganze Menge gemeldet. Als erster war Julian, doch, der war tatsächlich der Erste. Und dann kommen Frau Basu und Frau Ismail und Frau. Wieder selbst schuld daran, dass wir jetzt zeitlich ein bisschen hinten dran sind, deswegen will ich das wieder gut machen, indem ich ganz kurz fasse, obwohl es viel dazu zu sagen gäbe. Erstens, dieses Thema Bindungen an Projekte und Stiftung von Lebenssinn über Bindungen war ein wesentliches Argument in meiner Kritik des Konsequenzialismus, bei allem Respekt. Also das ist sehr zentral gewesen, schon in der Auseinandersetzung mit all diesen konsequenzialistischen Theorien, die sagen, wir haben da irgendein objektives Maß, das ist dann die Nutzensumme oder was auch immer und das müssen wir optimieren. Das gerät in Konflikt, ja, mit der Lebenspraxis, die halt strukturelle Rationalität ist ja dann der Terminus, den ich dann gewählt habe, die gewisse Strukturen aufweisen muss. Konsequenzialisten können diese Strukturen nicht aufrechterhalten und so. Insofern ist das ein ganz essentieller Teil. Ja. Jetzt das Zweite ist eine Gemeinsamkeit, soweit ich das sehen kann, ist ja das, der Respekt gegenüber der Vielfalt von praktischen Gründen, ja, evaluativen Gründen, manchmal so allgemein. In dieser Haltung des unaufgeregten Realismus, Sie brauchen sich ja nicht die Bezeichnung Realismus zu eigen machen, spielt das jedenfalls eine wichtige Rolle, dass man sagt, erstmal gehen wir davon aus, das ist ernst zu nehmen, die ganze Vielfalt, und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn ich gebeten werde, habe ich einen guten Grund, etwas zu tun, wäre ich nicht gebeten worden, hätte ich den nicht. Wenn ich mich zu was verpflichtet habe, insofern ist die Commitment-Bindung-Terminologie nicht ganz unproblematisch, wie Sie ja selber betont haben, wenn ich ein Versprechen gegeben habe, habe ich nur deswegen, weil ich ein Versprechen gegeben habe, einen Grund, das Versprechen zu halten. Hätte ich es nicht gegeben, nicht. So, und jetzt stellt sich dann die Frage, welche besondere Rolle spielt das, was Sie als Projekte bezeichnen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich habe da keine einfache Antwort. Sie haben da sich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich würde nur sagen, man muss ein paar Unterscheidungen aufrechterhalten. Also wenn jemand sich bindet in Gestalt eines Ladens, das Beispiel von Ihnen jetzt aufgreifend, dann darf die Person auch sagen, ich mag aber diesen Laden nicht mehr als Projekt meines Lebens. Jederzeit. In anderen Fällen, Nahbereichsbeziehungen, übernimmt man Verantwortung, wo man nicht sagen kann, ich beende das. Das heißt, hier gibt es ein Wechselspiel zwischen Entscheidungen, ich nenne das so existenzielle Entscheidungen in der strukturellen Rationalität 2001 im letzten Kapitel, auf der einen Seite und
normativen Constraints, jetzt mal so neudeutsch, ja, die wir nicht ins Belieben gestellt haben. Ja. Und dieses Spannungsverhältnis ist keine Widerlegung des Realismus, sondern ich glaube, das sollte da in irgendeiner Weise einfließen. Und deswegen Schlussbemerkung, das einzige Bedenken, was ich hätte, und das ist eine Frage an Sie, wäre, wenn subkutan mit diesem Projekt, und ein wichtiger Vertreter vertritt diese Position, das ist nämlich Harry Frankfurt, ein Humanismus eingekauft werden soll, in dem dann am Ende nämlich die Pro-Attitudes Gründe stiften und nur diese. Ja, das würde mich noch interessieren, Moment, wie Sie das Moment, sehen. Jetzt muss man, jetzt wollen wir erstmal Frau Ösmann hören. Ich will mal ein bisschen zusammenfassen, sonst überziehen wir noch viel weiter. Wir haben ja schon eine Viertel, 10 Minuten. Also, wollen Sie aufstehen, Frau Ösmann? Nein, möchte ich nicht. Ich weiß, aber das Computer Publikum hier. Will Sie doch sehen. Also, vielleicht stehen Sie ich doch auf. Das mir gefallen. Das kann Publikum nicht so gut stehen. Also noch besser, Sie kommen hier. Achso, Sie brauchen den Rechner, jetzt verstehe ich. Wenn ich hier stehe, gehe ich eigentlich nicht mehr weg. Aber also, dass man sich dieser Formulierung, dass evaluative Bindungen Gründe für mich schaffen, nicht entziehen kann, dass die gleichsam nämlich normative Landkarte, meine Identität bestimmt. Dem kann man sich, glaube ich, nicht entziehen. Ich habe nur den Eindruck, dass man damit noch nichts gesagt hat über das Problem des Realismus in der Moral, weil, meine These, du vor allen Dingen etwas sagst über Ethik. Ja, also diese Landkarte, die dient zur Orientierung in Bezug auf die Frage, wer will ich sein, welches Leben will ich leben, und da spielen evaluative Bindungen, Commitments eben sozusagen eine konstitutive, unabweisbare Rolle. Aber es gibt ja noch eine ganz andere normative Landkarte, die der Moral im engeren Sinne die eigene Gründe stiftet, von der wir erstmal klassischerweise erwarten, Herr Nieder-Rümelin erwartet das auch, dass sie Gründe sozusagen über unsere ja auch kontingenten, individuellen ethischen Identitäten hinweg stiften. Also Habermas würde sagen, in der Ethik können wir ja auch Gründe nur begrenzt therapeutisch austauschen, ja? Also meine Bindungen erklären sich dir im Zweifel auch gar nicht. In der Moral sieht das aber irgendwie anders aus. Hier brauchen wir intersubjektive oder objektivistische Gründe. Und da würde ich einfach gerne fragen. Moment, also, auch immer jetzt noch nicht, Frau Brato. Ich bin dafür ganz schnell, weil meine Stimme auch wahrscheinlich gleich weg ist. Ich habe nur zwei Nachfragen, um das Projekt, das ich sehr spannend finde, besser zu verstehen. Die eine Nachfrage ist zur modalen Stringenz. Wie stark die zu verstehen ist. Also gesetzt im Fall, meine beste Freundin ruft mich an und sagt, kann ich morgen bei dir pennen? Sollte ich ja sagen, außer ich erfahre, dass das mit anderen Dingen, die ich für wertvoll halte, ganz radikal konfligiert. Sie ist nämlich in München, um irgendjemanden umzubringen. Und dann würde das sich, glaube ich, auf meine Pflicht auswirken. Also wie nahe ist die mögliche Welt, in der die modale Stringenz noch besteht? Und das Zweite zur Selbstbezüglichkeitsthese, das fand ich auch sehr spannend. Ich frage mich nur, inwiefern die verstärkende Wirkung auf die richtige Art und Weise verstärkt. Also das Lieben an sich, um eines rauszupacken, wertvoll ist, das spricht doch vielleicht dafür, bestimmte evaluative Bindungen zu haben, aber nicht notwendigerweise die, die ich habe. Also, und man würde sich doch denken, eigentlich soll es so sein, dass rauskommt, die Bindung, die ich habe, soll ich weiterverfolgen und nicht irgendwelche Bindungen sollte ich weiterverfolgen. Danke. Ja, jetzt, da, Monika. Ja, du bist auch verkabelt. Ja, vielen Dank für die herausfordernden und interessanten Hinweise. Und jetzt stehe ich vor dem Problem, ob ich die überhaupt mir alle merken kann. Der Frankfurt-Einwand, obliege ich der Gefahr eines Humanismus? Das will ich eben gerade nicht und insofern bin ich ganz auf Ihrer Seite und möchte gerne Realistin sein. Ich denke eigentlich, dass Gründe was Realistisches sind und dass auch Werte, oder ich spreche dann von wertbasierten Gründen, weil ich mich auf das Verhältnis von Werten und Gründen nicht einlassen will. Das ist sehr verzwickt und darauf gehe ich nicht ein. Aber nehmen wir mal an, es gibt wertbasierte Gründe. Wenn wir denken, wir haben Gründe, rekurrieren wir in vielen Fällen auf evaluative Erwägung, weil es schön ist, weil es angenehm ist, weil es gut ist.
und dass die was sind, was in der Welt ist und was wir austauschen können. Und das Interessante an evaluativen Bindungen ist, dass da aber jetzt was hinzukommt, was auch identitätskonstitutiv ist und was auch von unseren Einstellungen mit unterstützt wird. Es wird aber nicht in der Weise unterstützt, dass unsere Einstellungen jetzt Gründe in die Welt katapultieren und davon hängt alles ab. Abhängen tut es immer noch von den wertbasierten Gründen out there. Uns gelingt es aber nur in kontingenter Weise, im Lichte dieser riesigen Pluralität von Gründen auf manche uns einzulassen und auf andere nicht. Das ist erstaunlicherweise wenig in unserer Hand. Ja, die praktische Philosophie ist da in einer merkwürdigen Weise viel zu absichtsbasiert und denkt, das machen wir alles ganz bewusst. Das ist nicht so. Ich glaube, die interessantesten Bindungen sind eben nicht gewählte Bindungen, sondern wir lassen uns affizieren von denen. Und meine Selbstbezüglichkeitsthese wollte nur explizieren, inwiefern wir mit unserer Reaktion oder unserer Affektion durch Gründe die verstärken. Und warum diese Verstärkung dann erklärt, warum wir die als eine normative Beziehung wahrnehmen, in der wir dann stehen und nicht als take it or leave it reasons. Das ist sozusagen, es kommt uns selber sehr komisch vor, ein Projekt zu verfolgen, komisch jetzt to say the least, und zu glauben, es ist sozusagen nur mit den Schultern zu zucken, wenn wir sagen, morgen gebe ich es auf. Damit will ich nicht sagen, das sind absolute Gründe. Ich will auch nicht sagen, dass es sehr gute Gründe geben kann, Projekte aufzugeben, auch Beziehungen aufzugeben. Aber genau diese normative Beziehung erklärt auch, warum uns das in vielen Fällen enorm schwerfällt und für viele sogar eine traumatische Erfahrung ist, selbst dann, wenn unsere subjektiven Einstellungen weg sind, ich mag nicht mehr. Das müssen Sie sich erst mal verständlich machen, eine 30-jährige Beziehung oder Projekt aufzugeben. Das andere, die anderen Fragen richteten sich zum Teil auf die moralische Domäne. Das ist natürlich ein wichtiger Zusammenhang. Auch Sie mit der Kindbeziehung haben sich darauf bezogen. Ich gebe natürlich sofort zu, dass Projekte und Nahbeziehungen nicht in jeder Hinsicht das Gleiche sind. Und dass gerade bei Nahbeziehungen, insbesondere bei asymmetrischen Nahbeziehungen, moralische Verantwortungen und Verpflichtungen eine Rolle spielen. Ich denke aber, die praktische Philosophie hat zum Teil einen überstarken Fokus auf moralische Themen. Der ist schön und gut. Mich interessiert aber auch sehr stark die nicht im strengen Sinne moralische Dimension. Und um die ging es mir hier. Um die ging es mir jetzt auch nicht im moralischen Sinne bei Beziehungen, sondern in diesem nicht moralischen Sinne. Inwiefern es für uns wichtig ist, Beziehungen zu verfolgen und wie wir diese spezifische Normativität einfangen können. Das heißt natürlich nicht, um auf Eliefs Frage einzugehen, dass wir manchmal starke moralische Gründe haben können, auch ein Projekt aufzugeben. Ich bin auch überhaupt nicht auf dieses Problem eingegangen, was ist, wenn wir unmoralische Projekte haben. Ja? Wir haben sie, ein Mafioso hat keine guten Gründe, sein Projekt weiter zu verfolgen. Dazu braucht es noch eine weitere Geschichte, um solche kontraintuitiven Fälle auszuheben. Mit Bezug auf Christines Frage, wie ist diese modale Stringenz zu verstehen? Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, das liegt am Charakter zum Beispiel der Beziehung. Das meinte ich auch, es gibt normabhängige Gründe für verschiedene Handlungen. Und das ist, was zwei Beziehungsbeteiligte ausmachen, ob das jetzt in Ordnung ist, dass die Freundin bei dir schläft oder nicht, ob die Beziehung sich so versteht oder nicht. Da gibt es enorm viel Raum für Dissens und Wahrheit, der auch häufig immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Da gibt es keine fixe Definition, welche präzisen Gründe wir haben, um so eine evaluative Bindung sozusagen an die gebunden zu bleiben. Da gibt es ganz viel Raum für Wahrheit. Und häufig sind wir auch unsicher, wie weit wir da gehen sollen. Und häufig konfligiert es mit anderen evaluativen Bindungen, anderen moralischen Forderungen etc. Also die Welt der praktischen Gründe ist sehr kompliziert. Alles, was ich zeigen wollte, ist viel bescheidener. Mich hat eigentlich nur interessiert, wie können wir dieser normativen Beziehungen, die uns evaluative Bindungen bringen, mehr Sinn abgewinnen. Wie können wir die besser erklären, unabhängig von möglichen moralischen Erwägungen?
Und dann, das war auch eine sehr interessante Frage, über die richtige Art der Verstärkung bei meiner Selbstbezüglichkeitsthese. Und da gibt es vielleicht eine Verbindung zu dieser Frankfurtschen Deutung. Ich glaube, das wäre ein jungianisches Missverständnis von mir, wenn es sozusagen nur an meinen kontingenten Reaktionen läge, was die Quelle der Normativität wäre. Weil dann spielt die Person keine Rolle mehr. Da bin ich viel objektivistischer. Ich glaube tatsächlich auch in Beziehungen, dass wir auf ganz bestimmte wertvolle Eigenschaften, die eher kantianisch inspirierten Leute wie Wellman oder so, wenn es an der Wert der Person oder Simon Keller in seinem Buch über Parteilichkeit spricht, vom individuellen Wert von Personen, auf die wir reagieren, wertend. Aber sozusagen das Erste ist das hier, ist der Wert der Person, dieser partikularen Person. Ist nicht leicht auszubuchstabieren, da muss man noch mehr erzählen, aber das ist primär die Quelle der Normativität. Und insofern lässt sich das in den realistischen und objektiv verstandenen Rahmen fügen. Was aber die Herausforderung für den Objektivisten ist, ist zu erklären, dass wir, wenn wir darauf reagieren mit unseren Einstellungen, sozusagen besonders starke Gründe haben. Und das habe ich damit versucht auszubuchstabieren, dass die erfolgreiche Reaktion auf wertvolle Eigenschaften den eigenen Wert darstellt, der den Wert, der da ist, intensiviert. Okay, vielen Dank.